Hallo, hallo Leute! Im heutigen Video geht es um die Herausforderungen auf Gorokrovi. Und zwar haben ja einige von euch mich darum gebeten, einen kompletten Guide, ein komplettes Video über die ganzen Challenges zu machen, die ihr auf der Map machen müsst. Tja, und ich habe jetzt immer wieder restartet und mir die verschiedenen Herausforderungen mal angeguckt und es sind pro Seite 6 Stück, die ihr höchstens haben könnt. Und zwar habt ihr einmal oben das Symbol, links das Symbol und rechts das Symbol. Ich habe euch die am Anfang einfach mal aufgelistet, damit ihr einen groben Überblick darüber haben könnt. Und nachdem ihr die alle gesehen habt, werde ich alle einzelnen im Video noch erklären. Einige davon sind ziemlich einfach und selbsterklärend und die anderen davon sind ein bisschen trickier und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr dabei nicht sterbt. Ja Leute, das war's jetzt schon zum Intro. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Challenge an. Erste ist, werden sie vom Drachenfeuer verletzt und überleben sie. Das ist eigentlich ganz einfach. Wartet einfach, bis der Drache irgendwo Feuer spuckt. Ihr müsst nur kurz reinlaufen, damit ihr davon ein bisschen halt angehittet verletzt werdet. Lauft sofort wieder raus. Ihr sterbt davon nicht, auch ohne Jugger. Seht ihr, ich mache das hier ohne Juggernaut. Und dann habt ihr die Challenge auch schon geschafft. Das nächste ist, zerstören sie die Helme für 5 russischen Mangelsoldaten. Dabei müsst ihr einfach warten, bis diese Terminator-Zombies, ich nenne die mal Terminator-Zombies, spawnen und einfach 5 davon den Helm abschießen. Also einfach gucken, dass ihr schön auf den Kopf schießt. Ihr bekommt ja auch, wenn ihr andauernd den Helm runterschießt, irgendwann den Helm, dass ihr ihn selber ausrüsten könnt. Zerstören sie die Armkanonen von 5 russischen Mangelsoldaten. Ja, da müsst ihr wieder genau zielen und zwar müsst ihr wieder warten, bis die Terminator-Zombies kommen und dann links hat der so eine Kralle, einfach die abschießen und sobald ihr den Arm verloren habt, wird der normalerweise auf euch zusprinten. Das ist schon alles, was ihr dabei machen müsst. Das müsst ihr einfach 5-mal wiederholen, dann habt ihr die Herausforderung auch abgeschlossen. Erledigen sie 10 Napalm-Zombies mit Volltreffern. Am besten haltet ihr euch so eine halbe Horde oder eine Horde einfach und wartet an der Stelle, bis der Drache Feuer spuckt und wenn der die ganzen Zombies flambiert hat, dann sind das Napalm-Zombies und da müsst ihr einfach nur noch 10 Zombies hintereinander oder 10 Zombies insgesamt den Kopf abschießen. Reiten sie einen Drachen von jeder Plattform. Ja, es gibt insgesamt 3 Plattformen, von denen ihr in die Brutstätte fliegen könnt. Einmal bei der blauen Maschine, einmal bei der gelben Maschine, einmal bei der roten Maschine. Um Perker Punch zu öffnen, müsst ihr eigentlich eh wissen, wo diese Locations sind. Ihr seht es hier im Video nochmal kurz angezeigt. Einfach von jeder Plattform aus einmal mit dem Drachen zu Perker Punch fliegen. Bergen sie 3 Groff-Module in grünem Zustand. Ja, dabei müsst ihr einfach einen Zylinder einsetzen und dann gucken, wo das Groff-Modul landet und das Groff-Modul dann so lange beschützen, bis es natürlich fertig ist und zwar in dem grünen Zustand. Ihr seht oben am Groff-Modul etwas aufleuchten. Hier seht ihr jetzt, dass es bei mir grün ist. Es muss grün bleiben, damit ihr diese Herausforderung schafft. Wenn die Zombies dieses Groff-Modul zu oft treffen, also zu oft hitten, dann wird es erst gelb und dann irgendwann rot und kann beispielsweise sich selbst zerstören und habe diesen Schritt nicht geschafft. Also gucken, dass ihr die Zombies rundherum schnell genug tötet. Nutzen sie die Wache von Fafnir, um 45 Sekunden lang Feuerschaden zu absorbieren. Die Wache von Fafnir ist ganz einfach. Das Schild, also baut einfach mal das Schild zusammen und dann wartet, dass der Drache wieder Feuer spuckt. Wartet einfach dort, wo er auf dem Boden spuckt, holt euer Schild raus und bleibt einfach drin stehen oder lauft drin herum. Immer das Schild draußen haben, denn dann absorbiert das Schild das Feuer und ihr werdet davon nicht getötet. Das müsst ihr insgesamt 45 Sekunden lang im ganzen Spiel machen. Erledigen Sie 10 elektrifizierte Zombies mit Volltreffern. Das ist jetzt eine Herausforderung, wenn ich die unbedingt machen müsste, würde ich wahrscheinlich restarten, weil die ist ein bisschen nervig. Also ihr habt 2 Möglichkeiten, um das zu machen. Einmal wartet ihr, dass eine Valkyrie, also Valkyrie-Roboter unter der Runde spawnt und einfach Zombies anschießt und die dadurch elektrifiziert sind. Oder ihr wartet, bis ihr die zweite Valkyrie-Runde habt, das ist so circa Runde 18, 19. Und wenn ihr dann nicht alle Roboter gleich tötet, dann bekommt ihr diese elektrifizierten Zombies, die auf euch zusprinten. Und von denen könnt ihr auch einfach Volltreffer machen, also einfach in den Kopf schießen. Wie gesagt, das ist ein bisschen nervig. Ich wüsste nicht, ob ich diese Challenge spielen würde. Erledigen Sie 8 Zombies gleichzeitig mit dem Aufzug. Der Aufzug ist eigentlich diese Brücke, die ihr von Armory zur Infirmary drüber habt, wo ihr in der Mitte die Waffe kaufen könnt. Das Beste, was ihr macht, ist eigentlich, euch 8 Zombies oder 10 Zombies hinter euch einfach anzuhorden. Dann lauft ihr hoch, holt die Brücke raus und versucht die entweder
ja, halt langsam drüber laufen zu lassen oder mit Widowsbein-Granaten oder so auf der Brücke zu stacken, also dass die dort feststehen. Und nach ein paar Sekunden fährt der Aufzug automatisch weg und tötet die dann. Erledigen sie 10 Zombies mit den Gigantenfingern innerhalb von 3 Sekunden nach dem Rutschen darunter durch. Das ist echt ein bisschen komisch ausgedrückt. Das ist wahrscheinlich schlecht übersetzt. Also ihr hört ja, dass ihr dich selber nicht so ganz rund anhört. Was ihr auf jeden Fall bei diesem Schritt machen müsst, ist, ihr seht, hier habt ihr eine große Falle. Diese Falle müsst ihr aktivieren. Am besten hortet ihr davor die Zombies an. Und dann lauft ihr zur Falle hin und wenn ihr die aktiviert habt, müsst ihr unter diesen großen Gigantenfingern, also dieser Falle, durchsliden, währenddessen die aktiv ist. Und dann die Zombies da durchzuleiten, die dann dahinter natürlich von dieser Falle getötet werden. Ihr müsst echt aufpassen, dass ihr bei diesem Schritt nicht sterbt, aber wenn ihr im richtigen Zeitpunkt losrutscht, das ist im Prinzip kein Problem. Erledigt sie 30 Zombies mit der Wache von Fafnir. Ja, einfach mit dem Schild 30 Zombies töten, also entweder einfach anhitten oder mit dem Feuerangriff töten. Erledigen sie 40 Zombies mit dem Gigantenaugenstrahl. Der Gigantenaugenstrahl, das ist eine Falle, die habt ihr an 2 verschiedenen Stellen auf der Map. Einmal habt ihr die Falle bei Speedcola, also beim gelben Groff-Modul-Automaten. Einfach hier die Falle anschalten und damit 40 Zombies töten. Oder wo ihr diese Falle auch noch habt, ist bei Double Tap, also beim roten Automaten. Erledigen sie 100 Zombies mit dem montierten MG42. Ja, das MG42 Deployable aus World of War. Ja, ihr müsst dafür einfach in die Brutstätte fliegen, also zu Packer Punch rüber. Und dann seht ihr ganz oben im Obergeschoss ist das MG42 an der Wand montiert. Ihr müsst dafür 1000 Punkte zahlen, um es zu benutzen. Macht das nicht am Anfang von der Runde, wenn ihr noch keine Zombies habt. Wartet, bis die ein bisschen gespawnt sind, weil ihr könnt es nicht komplett ausgerüstet haben. Nach einer kurzen Zeit muss es wieder abkühlen und dann müsst ihr es danach wieder bezahlen. Insgesamt müsst ihr einfach dieses Gewehr benutzen, um 100 Zombies zu töten. Überleben sie 4 komplette Runden im Brutplatz hintereinander. Ja, dabei müsst ihr wieder zu Packer Punch drüber, dann seid ihr in diesem 3-stöckigen Haus und dort müsst ihr dann einfach 4 komplette Runden spielen. Zerstören sie die Waffen an 6 Valkyrie-Drohnen. Ja, am besten macht ihr das, ihr wartet einfach, bis die erste Valkyrie-Drohnen-Runde kommt. Und ihr seht, dass die ja 3 so 3 Greifarme in Anführungszeichen haben, die halt so Blitze auf euch schießen. Das sind diese 3 Waffen einer Drohne. Einfach alle 3 Arme abschießen und das macht ihr einfach an 6 verschiedenen Drohnen und dann habt ihr die Herausforderung auch schon geschafft. Zerstören sie die Kamera an 6 Valkyrie-Drohnen. Hierbei geht es darum, dass ihr die Kamera zerstört. Die Kamera ist das große rot leuchtende Auge in der Mitte. Einfach genau drauf zielen und das mit einem gezielten Schuss ausschalten, denn dann zerstört sich die Drohne auch komplett von selber gleich. Erledigen sie 3 Zombies gleichzeitig mit der Schleuder. Es gibt insgesamt 3 Schleuderfallen auf der kompletten Map. Die erste ist bei Power, also beim Strom. Guckt, dass ihr entweder eine halbe Horde habt oder halt viele Zombies spawnen und schaltet dann die Trap ein, wenn auf jeden Fall 3 Zombies auf dieser Schleuder draufstehen. Die anderen 2 Schleuderfallen findet ihr in der Brutstätte, also bei Packer Punch drüben, einmal links und einmal rechts unten im Erdgeschoss am Fenster. Einfach dort auch 3 Zombies gleichzeitig damit töten und dann seid ihr auch fertig mit der Herausforderung. Denn die letzte Herausforderung, die es gibt, heißt, erledigen sie 100 Zombies mit Drachensteigen. Dafür müsst ihr euch den Drachenschlag holen, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Auf meinem Kanal ist ein Tutorial dazu. Und damit müsst ihr einfach 100 Zombies insgesamt töten und dann seid ihr auch fertig. Ja Leute, das sind jetzt alle 18 Herausforderungen, die ich gefunden habe. Ich hoffe, das Video hilft euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Solche Videos zu machen, dauert einiges an Zeit, also ich hoffe, ich habe es gut gemacht und ja, vielen lieben Dank fürs Gucken. Es wäre nice, wenn ihr mir natürlich ein Abo auf meinem Kanal da lasst. Ansonsten natürlich einen schönen Tag.